Leute, da sind wir wieder. Wir verabschieden uns jetzt erstmal von unserem Fischweib und wir suchen mal ein Ründchen. Ei, Sir, warum haben wir denn vorher sonst das Kraftarmband bekommen? Bang, hopp. So. Belohnung. Schick ein Schwertchen für Girahim. Da der sein Schwert ja nun mal länger in der Hand hält, beziehungsweise halt nun mal als Waffe damit rumläuft, statt Pfei, die ja ihr eigenes Schwert ist, sollte das eventuell ein bisschen stylischer kommen. Rette die verbündeten Einheiten. Gucken wir nochmal kurz. Hau rein. Komm. Das muss doch. Jetzt muss ich mal eben... Jetzt zähle ich doch mal eben, wie viele Herzen das überhaupt in so einer Reihe sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14? Echt 14? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Ne, 15 Herzen in einer Reihe. 30 Herzen, also. Keine 20 klassischen Zelda, 30 Herzen Maximum. Ich habe ehrlich gesagt mir das noch nie so angeguckt. Habe ich gerade... Achso, ich habe gerade die Schultertaste gehauen. Okay, nein, ich habe mir das ehrlich gesagt noch nie so großartig angeguckt, weil ein Herz mehr ist ein Herz mehr und bla. Und wir waren ja noch nie sonderlich großartig in Bedrängnis. Finsternisbonus, gib ihm. Jetzt haben wir zwar keinen Trank geschlürft, fällt mir gerade ein, aber ist ja okay. Mit Magiekrügen füllst du deine Magieleiste auf. Wenn sie vollständig voll ist und so voller Magie, und dann kannst du sie entfesseln. Los. Alter. Was ist da kaputt? Okay. Feindliches Hauptquartier, kein Siegel. Wasserfee, nur eine. Ansonsten Festungen mit Wassersiegeln, zwei. Das ist scheiße. Das ist über alle Maßen scheiße. Und die verbündeten Einheiten sind nur da unten eingekerkert. Und die sollte ich am schnellsten befreien. Machen wir jetzt ein bisschen Backtracking. Okay. Ich werde meine Befehle erfüllen. Ja, danke schön, dass du... Ja. Moment, da ist auch zu. Scheiße. Über die Festung und brich durch. Oh, direkt gebufft oder was? Mist, ich hab ihn so runtergerollt. Komm schon, Girahim. Enttäusch mich nicht. Yo, Sir. Ich muss Festungen erobern und, Ron Hauptmann ist ein Bedrängnis. Ja, der kann... Ich kann dir nicht helfen, Buddy. So. Ich stirb doch. Praktisch sowas. Ach, kaputt. So, geht das jetzt auf? Danke. Raus. Nein, raus, habe ich gesagt. Raus. Los, stürm vor, meine blöden kleinen schwarzmagischen Buchproblem. Schön, den Vorposten noch.
Was ich nun zu tun gedenke, hoffe, ist, dass A, mich dieses Huhn nicht belästigt. Dann hole ich mir B, diese scheiß Wasserfee. Geralt Force nervt. Na? Na? Du Lappen! Du, der Pöbel ist verjagt und die Festung ist... Yo, ey. Sehr schön. Hau... Oh, scheiß Statistenhuhn. Mach kaputt. Der Bengel, der interessiert mich so gar nicht. So, okay, war's das. Ey! Danke. Schön. Also auf in diese Wasserfestung. Aus der gerade Stoßtruppen kommen, wie praktisch. Die hauen wir platt. Barriere brechen. Da, mach! Hau ab! Geh weg! Meine Festung! Ja, weil es so schön ist. Danke. Den Festungskommandanten einfach direkt mit um die Jagd. Kein Problem für uns. Impa ist in Bedrängnis. Ah, die kriegen wir gleich. Wow. So. Rücken gegen Pfeil vor. Mag ich gar nicht. Komm, diesen blöden, gebufften und gefeedeten Hurensohn. Den können wir doch bestimmt noch umhauen. Ohne dass hier was großartig Weltbewegendes passiert, oder? Die Jungs, die nerven mich nämlich ein wenig. Und die sind auch immer irgendwo ein Störfaktor. Was war das denn jetzt? Kommst du denn? Ey, nein. Du blödes Huhn. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Warum bin ich so anziehend für Hühner? Ich muss echt gucken, dass ich mich in Richtung diesen Huhn schlage. Sonst wird diese Mission sehr schnell sehr behindert. Kann mal jemand anders das Huhn hauen, bitte? Was ist denn hier los jetzt? Yo! Combo Breaker! Impa ist mein Bro. Und ja, Impa ist ein Bro. Die hat so Eier. Vorposten, danke. Zack, 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 zack. Tempelschwelle droht zu fallen. Das ist zwar schlecht, aber mir irgendwie gerade egal. Denn diese Festung hier, die ist so nutzlos, die ist so unglaublich nutzlos, dass sie ein Herzteil enthalten wird. Oh nein, ich habe das Huhn gehauen. Ich traue mich gar nicht, großflächige Angriffe zu machen. Scheiß Hühnchen. Yo, Impa, hi. Gut, dass du auch noch kommst. Klick. Herzcontainer. Yo, danke sehr.
Und wo rennen wir jetzt lang? Wo verbreiten wir nun Angst, Schrecken und nasse Zungen? Los geht's! Los, Girahim! Lauf! Tu was Komisches! So, komm. Wenn da schon der Forstkristall liegt, dann bang! Und weiter. Was sagt uns die Zeit? Oh, 6 Minuten 50. Das easy. Also holen wir uns den ganzen Shit hier außen rum. Na? Bang. Ja, ja, hex den Scheiß. Na komm. Prügelt euch mit. Oh nein, dieses Huhn! Hey, eine Kiste! Wie schick ist das denn? Das heißt, ich muss diese eine Mopselfestung gar nicht übernehmen. Sorgen wir jetzt noch dafür, dass das Hauptquartier von den anderen aufgeht. Yay, ein Herzteilchen. Da schlägt er sich. So. Taschengeld. Alles klar. Mein Herr Girahim. Das blöde Hühnchen. Das lassen wir jetzt mal hinter uns. Die Festung hier. Ja, komm, die nehme ich noch ein, weil wir haben ehrlich gesagt ein paar wenig Kills. Zack. Lappen. Ja, kannst du bitte sterben, ohne dass das Huhn irgendwie affektiert wird. Ja? Danke für die Mühe. Ach toll, da kann ich gar nicht außen rum. Oh, ja, okay, ich gehe ja schon. Geronnenhauptmann ist in Bedrängnis. Dann entdrängen wir ihn, mein Herr. Oh, wer kommt denn da? Wer kommt denn da hinten anmarschiert? Wer bist du? Wer ist das? Burgkoblin? Ein gebuffter Burgkoblin. Hopp! Mm-hmm. Danke für die Hilfe. Wir rennen hier jetzt mal durch, weil das Wassersiegel macht die Power. Mission erfolgreich. Wir waren einmal da. So, Jungs. Sterbi. Tulla wohl auf dem... Gut. Mir scheint, du bist ein wahrer Held für Ja, genau. Das bin ich. Nichts weniger ist von mir zu erwarten. Ist der geil. Ja, also... Das, ganz, ganz geiler Dialog, Leute. Ganz, ganz geil. So, noch ein bisschen was für den Kill-Counter tun. Die Zeit haben wir ja genug. Aber dann ehrlich gesagt, ja, okay, den hau ich jetzt einfach. Oh, 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 Hühnchen. Feuer heraus. Ah, nein, ehrlich gesagt, nö, mache ich nicht mit dir. Ich, hab noch, nicht mehr so viel Zeit. Nee, ich hab gehofft, ich kann da draußen ein bisschen was abschießen. So, 1200 wollte ich schon. Das ist ja normalerweise der typische Amount. Ne? Komm. Hm.
weiß nicht, ob ich 100 Kills abstauben kann in der gegnerischen Festung. Was hier noch ist? Na? Ja, mach einfach irgendwie. So. Den gönn ich mir, ey. Wird schon gehen. Rennen wir da jetzt runter. Hey, Sturztruppen! Das kommt mir gelegen. Wo gehen die lang? Wo gehen die lang? Yo! Hey, Bitches! Du denkst wirklich, dass du stark genug bist? Und ich bin ja schon. Irgendwo noch ein grünes Töpfchen. Boah, ey. Dieses Hühnchen. Ja, jetzt ist es mir auch egal, ob es einen Gegenangriff vorbereitet oder nicht. Jetzt kann ich es auch verhauen! Yo! Whams, whams. Next, next, next. Whoa, 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 whoa. So. Yes, mein Herr, das sollte es gewesen sein. Danke. Kriegen wir einen Goldrang. Wir haben gesiegt. Voll geil. Dass diese Schlacht gewonnen wurde. Analysier mal einen Goldrang. Analysier. Ja! Dankeschön. Es ist jedes Mal dieser geschissene Timer, ob es jetzt nun 12 oder 15 Minuten angelegt sind für einen Goldrang. Es regt mich so auf. So. Aber die 1200 Kills sind meistens drin. So gut wie immer. Also hat Strumpfhöschen hier jetzt ein neues Schwert. Wie sehr schön. Da kann er sich auch ein bisschen freuen. Ja. Der freut sich doch. Das sieht man. Oder? Wenig Schaden bekommen. Gut. Ist mir gar nicht so vorgekommen. Hey, Kampfdauer 1337! Nicht? Okay. Egal. I'm 1337, cause I got Dämonen-Langschwert. Ist jetzt ein bisschen mehr geschwungen, ne? So. Okay. Sieht ähnlich aus. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Gut, danke, thanks for info. Langschwert der Göttin, noch ein bisschen mehr. Outdated. Braucht. Braucht keiner. Auch nicht. Das 280 Lichtbonus, nein. Nein, das behalte ich. Brauche ich. Kommt weg.
Das ist geil. Zeugs. Brauche ich nicht. Behalten. Gleicher Schmu. Weg. Rubine braucht kein Schwein, außer vielleicht uns. So. Ganons Handschuh. Und ach ja, richtig, ne? Skulltula! Gut. Gut, gut, gut. Damit hätten wir das eigentlich mit Bravour gemacht. Die Karte sieht jetzt fast viel kompletter aus. Dadurch, dass... Okay, das könnten wir noch machen. Was ist das überhaupt noch? Twilight Princess Quiz. Und das sieht aus wie eine Anlegestelle. Da. Für ein Floß. Verstehe, wir brauchen... Oh. Wir brauchen keinen Rang, um da lang zu kommen, sondern... Wir brauchen da wirklich ein Floß für. Das ist auch neu. Das ist ja geil. Das heißt, wir werden dann morgen so ein Floß organisieren. Eventuell werde ich dann halt gucken, dass wir ein Floß noch kriegen, offscreen oder so, damit ich nicht noch eins organisieren muss. Da, obwohl, vielleicht brauchen wir ja nur, vielleicht kriegen wir ja nur zwei. Ganz nett eigentlich so. So wie, dass wir vielleicht nur eine Leiter kriegen. Vielleicht. Weil... Ja, 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 keine Feinde sichtbar. Bla, leck mich. So, also hier die Nummer, die werden wir dann nachher noch in Angriff nehmen. Also, morgen. Dings, wir haben ja schon wieder... Wir haben ja schon wieder Part Ende. Okay, also... Morgen zuerst das da und dann machen wir da oben rechts irgendwie weiter. Okay? Alles klar? Gut. Bis denn dann. Liken, abonnieren, kommentieren. Ciao.